Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mystery Help. Heute mal wieder ein Photoshop-Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie man ganz einfach aus einem normalen Foto so ein Konturenbild, wie wir es hier unten sehen, erstellen kann. Das Ganze basiert auf folgendem Foto, nämlich auf diesem hier. Das habe ich im Winterurlaub geschossen. Und aus diesem Foto wollen wir jetzt so ein Konturenbild heraus extrahieren. Das ist ganz einfach, kann mit einigen wenigen Schritten. Wozu dient das Ganze? Ganz einfach, damit kann man erstens generell einen schönen Effekt erzeugen und zum anderen auch zum Beispiel Flyer gestalten, die eine bestimmte Veranstaltung präsentieren sollen und dort eben auf ein ganz bestimmtes Element hinweisen sollen. Also hier zum Beispiel eben beim Rodeo ist das vielleicht ein Büffel oder etwas Ähnliches und dort kann man eben ganz einfach dann eine Art Symbol für diese ganze Veranstaltung finden, was dann viel leichter in Erinnerung bleibt als ein ganzes Foto. Also fangen wir an. Wir starten einfach in dem neuen Foto hier als Grundlage. Und das allererste, was wir machen, ist, wir wenden einmal den Filter Gaußscher Weichzeichner an. Der findet sich unter Weichzeichnungsfilter Gaußscher Weichzeichner. Und dort benutzen wir den Radius 5,0 Pixel, sodass wir dann hier ein weich gezeichnetes Bild haben. Das sieht man auf den ersten Blick bei großen Bildern nicht. Allerdings, wenn man näher ranzoomt, sieht man, dass das Ganze etwas weich gezeichnet ist. Daraufhin folgt der wichtigste Schritt. Wir wählen hier unter den Einstellungsebenen einmal die Tontrennung aus und können dann hier einen Wert eintragen. Der sollte relativ niedrig sein, also bis höchstens 6 würde ich mal so sagen. Und dort können wir eigentlich rumprobieren, wie wir unser Ziel am besten erreichen. Unser Ziel ist, eine Farbe möglichst umfassend um dieses Motiv herumzubekommen. Also in dem Fall um diesen Stier. Das ist hier in dem Fall, das sieht man schon, besteht der aus grundsätzlich drei Rottönen und dort kann man ja gucken, dass man das eben am besten hinbekommt. Drei ist deutlich zu wenig, das sieht man, da sind viel zu wenige Farben vorhanden. Vier kann man durchaus schon benutzen, aber ich denke fünf oder sogar sechs sollte besser sein. Ich denke fünf nehmen wir hier einmal und mit diesem Wert habe ich auch das vorherige Ergebnis erstellen können. Nachdem wir jetzt hier dieses Bild in ein paar Farben unterteilt haben, wählen wir wieder die untere Ebene aus und wollen eine Auswahl erstellen. Dazu gehen wir auf Auswahl und wählen den Modus Farbbereich aus, sodass wir jetzt einzelne Farben auswählen können. Ich habe jetzt hier mehrere Farben ausgewählt, in dem Beispiel, um eine stärkere Kontur zu bekommen und das deutlicher zu machen. Manchmal, wenn das Ausgangsfoto gut ist, reicht auch nur eine Farbe. Aber hier in dem Fall habe ich einmal drei genommen. Dazu klicken wir einfach einmal in dieses Bild hinein, in diese Farbe, die diese Form möglichst gut umschließt, möglichst gut umfasst. Und hier sieht man es auch schon, der Bulle ist fast komplett umschlossen. Allerdings möchte man noch ein bisschen mehr in der Tiefe das Ganze sehen, sonst erkennt man das nicht so gut, weil es eben hier wirklich keine Kontur ist, die wir ziehen wollen, sondern eben eine Form, eine mehr schon plastische Form darstellen wollen. Und dazu wählen wir jetzt einfach noch eine Farbe aus. Und da sehen wir schon, das läuft schon sehr gut ab. Man sieht schon eine gewisse Kontur. Hier oben den Kopf erkennt man schon. Und jetzt kann man sich letztendlich entscheiden, möchte man noch eine dritte Farbe und noch mehr Kontur oder lässt man sie weg. Das geht sogar wirklich beides. In dem Fall habe ich sie noch einmal dazu genommen, um eben wirklich eine sehr plastische Form hinzubekommen. Daraufhin gehen wir auf OK und die entsprechenden Bereiche sind ausgewählt. Und jetzt können wir einfach eine neue Ebene erstellen, die sich nicht von der Tontrennungsebene, Einstellungsebene beeinflussen lässt und können hier eben dann jetzt im Ausgangsbild mit Steuerung C diesen markierten Bereich kopieren und ihn dann in der neuen Ebene wieder einfügen. Wenn wir jetzt die unteren Ebenen ausblenden, sehen wir haben einen Bereich hier ausgewählt und wieder eingefügt. Das sind eben genau diese Farben, die wir auch davor wollten. Von nun an ist das grundsätzliche Foto, was wir einmal benutzt haben, egal. Wir erstellen nämlich eine Ebene darunter, die den Hintergrund dieses Flyers, den wir jetzt erstellen wollen, oder dieser Werbung einfach abschafft, ausblendet, wie auch immer. Denn wir wollen jetzt hier eben zum Beispiel einfach mit Hilfe eines Verlaufs da einen neuen Hintergrund einfügen. Das können wir zum Beispiel einfach so machen. Im Moment sieht es eigentlich noch nicht so klasse aus, denn diese drei Farben sind noch nicht eindeutig genug. Und dazu wählen wir einfach die Ebene 3 aus, die diese Form hier beinhaltet, klicken doppelt darauf, sodass sich dieses Ebenenstilfenster öffnet und können dann hier bei Farbüberlagerung das Ganze sich einheitlich einfärben lassen. Und da nehmen wir jetzt einfach mal Weiß, um wirklich das möglichst gut von der Hintergrundebene von diesem Verlauf abzugrenzen. Daraufhin können wir jetzt einfach diese ganze Ebene hier weiter nach unten verschieben. Ich habe das jetzt bis hier unten verschoben, weil er ab dann im Schnee stand im Prinzip. Das sieht man hier ganz gut.
und dieses kurze Beinhalten stört vielleicht ein bisschen. Deswegen habe ich das so weit hinuntergesetzt. Als letzten Schritt kann man noch diesen Flyer ergänzen mit einem Text, einem erklärenden Text, der kurz darstellt, was da jetzt genau los ist mit diesem Symbol, mit dieser Form, die wir jetzt unten erstellt haben. Und da kann man eben jetzt einfach wissen schreiben, wie eben Rodeo in Texas 2011 zum Beispiel. Das ist ja wunderbar. Hier haben wir jetzt passenderweise auch schon eine tolle Schrift hier gehabt, eine Wilde Westen-Schrift sozusagen. Und die heißt übrigens Rosewood Standard. Die können wir jetzt eigentlich auch noch einfärben in der richtigen Farbe, nämlich auch in Weiß, damit das Ganze auch einheitlich ist. Und dann sind wir soweit fertig. Wir haben jetzt zumindest in den Grundsätzen einen interessanten Flyer geschaffen, der eben durch diese Form hier unten sehr einmalig wirkt und auch in Erinnerung bleibt. Viel leichter eben als ein gesamtes Foto. Ein Foto ist dafür viel zu komplex, um eben komplett zu etwas wie einer Veranstaltung zugeordnet werden zu können. Und so ist so eine einfache Form viel leichter zu merken. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit, wünsche viel Spaß mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt ciao.